Fiesta-Freunde, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu meiner neuen Aufnahme von meinem Fiesta-Let's Play. Fiesta Online, Aufbruch nach Adelia. Und ich stehe hier in Eldarin und ja, ich habe, glaube ich, ein paar Quests abzugeben. Und da werde ich mich jetzt mal hinbewegen. Ja, ich glaube, ich musste hier lang, genau, durch diese Büsche. Juhu! Das schöne Leilani, Epic Leilani. Der X, Jedi X, ja, ich hatte ein paar super geile Tipps bekommen von so ein paar Leuten, unter anderem auch von dem, ja, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen, Manga, keine Ahnung, ich sag nur Manga. Der hat ja mit mir letzten Skyden aufgenommen und der ist eigentlich so ein richtiger Fiesta-Suchti. Und, oh, guck mal hier, was ist mit den Quests, können wir annehmen, ne, genau. Und ja, der ist so eigentlich so ein richtiger Fiesta-Suchti und ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal ein paar Tipps von ihm annehmen. Werde vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob ich nicht eventuell mit ihm mal zusammen hier so eine Aufnahme mache. Boah, siehst du geil aus, Mädchen, ey. Wahnsinn. Geilo. Wir haben richtig schicke neue Kleider, also das gefällt mir richtig gut. Ja, und dann werde ich auf jeden Fall mal schauen. Mal ein bisschen mit ihm aufnehmen. Wir haben letztens bei Skyden ganz schön Spaß gehabt. Und wenn er mich hier weiterbringen kann, dann auf jeden Fall Party, ne? So, jetzt gehe ich mal gucken, was der Kriegermeister Marty hier für mich hat. Eine beeindruckende Fähigkeit. Endlich habe ich eine beeindruckende Fähigkeit entwickelt. Ich kann, was ich will, sofort mit einem Schlag zerstören. Ich habe diese Fähigkeit zwar noch nicht getestet, aber ich habe große Erwartungen an sie. Quest Beginn. Das interessiert mich sehr. Was für eine Art von Technik ist es? Also es geht in etwa so. Du baust eine starke innere Kraft auf, die du dann auf deine Waffe richtest. Es ist wie Magie. Ich habe es an einem Fels ausprobiert und ihn in zwei Teile gespalten. Haha, jetzt muss ich es nur noch am Panzer eines Schildi-Ritters ausprobieren. Denn das ist einer der härtesten Gegenstände in ganz Isia. Okay. Warum wetten wir nicht einfach aus Spaß, mein Freund? Lass uns doch einmal sehen, wer zwei Schildi-Ritter am schnellsten töten kann. Ich werde die neue Technik ausprobieren, von der ich dir gerade erzählt habe, und du kannst jede Technik benutzen, die du willst. Schildi-Ritter können überall im Buch der Gier gefunden werden, aber sie verteilen sich weiträumig. Du musst also etwas nach ihnen suchen. Okay, lass uns gehen. Sei aber gewarnt, wenn du dich nicht beeilst, wirst du verlieren. Wenn es dir irgendwie gelingt, die Schildi-Ritter schneller zu töten als ich, dann könnte es sein, dass ich dich belohnen werde. Wo sind denn nochmal die Schildi-Ritter? Pass mal auf, ich mache das jetzt einfach mal. Ich werde mein Bestes geben. Gut, dann werden wir mal ganz schnell loslegen. Komm, wir gucken mal, wo die Schildi-Ritter sind. Da müssen wir halt irgendwann mal nochmal wiederkommen. Wo sind meine Quests? Das Abendessen für die Kinder. Guter Deal. Gemeinsam schaffen wir alles. Laufend, genau. Oh, wir kriegen so viele Belohnungen. Beeindruckende Fähigkeit. Schildi-Ritter, ich werde mal hin. Ich mach mal kurz die Karte auf. Moment, wie war das denn nochmal? Wie war das nochmal? So, ne? Genau. Unterwegs nach Schildi-Ritter. Bin mal gespannt, wo wir jetzt wieder hinkommen. Aber ich will die Schildi-Ritter machen. Ich möchte diese Quest beenden. Juhu. Okay, dadurch. Hallo, meine Lieben. Hallo. Bald bin ich Level 20. Oh, jetzt gehen wir hier rum. Okay. Und dann kann ich auch wieder reiten. Mal gucken, was das für Schildi-Ritter sind. Mal sehen, ob ich die überhaupt schlagen kann, besiegen kann. Wohin, Epic Leilani? Ach, durch dieses Tor da. Okay. Händler. Ich sehe noch gar nicht, wo die Schildi-Ritter sind, ne? Händlerin Nina. Waffentitelhändler Brian. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Automove wurde abgebrochen. Wieso? Bucht der Gier betreten. Ja! Die Bucht der gierigen Menschen. Okay. Das ist das Gebiet, was ich am meisten fürchte. Und ich werde jetzt erstmal kurz gucken. Smart Tapino. Gewöhnliches Monster. Moment mal eben. Ich wollte mal eben mal gucken in meinem Inventar. Nee, ab Level 17. Okay, alles klar. Schicke Ohrringe. Schwache Ohrringe steht da, toll. Kurz auf die Karte nochmal gehen. Oh, da gibt es noch zwei Quests. Templerin Beth.
Wo stehe ich? Oh Gott, ich stehe ganz hier unten. Ich muss da oben hoch. Ne, bevorzugte Muscheln. Moment. Das ist das doch hier, oder? Beeindruckende Fähigkeiten. Oh oh. Moment. Also, ich muss dann hier lang, ganz außen rum. Was ist das hier? Sandige Hügel. Hier ist die Echohöhle. Hey, da würde ich auch ganz gerne erstmal rein. Aua, du Miststück. Lass mich in Ruhe. Hat der mich angegriffen? Nee. Ich gehe mal eben kurz zur Echohöhle. Und danach gehen wir dann hier vorne questen. Smart Tapino. Wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann muss ich dich leider töten. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann dich töten. Wenn ich möchte, kann ich dich töten. Nein, aber ihr lasst mich bestimmt in Ruhe, oder? Ja, sehr nett. Was war hier nochmal? Oh. Kevin. Die ganzen Kevin sind hier. Grabräuber. Ich muss zur Echohöhle. Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Nein, 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 nein. Ich will euch nicht. Verschwinde. Nein, nein, nein! Okay, zur Stadt. Hey, da steht schon direkt so ein blödes Vieh vor der Nase. Die Echohöhle. Die Echohöhle. Ah, jetzt bin ich ja gar nicht weit davon entfernt. Dann gehe ich mal kurz andersrum. Ihr lasst mich schön in Ruhe, ne? Ich will euch doch eigentlich gar nichts. Ah, ich muss mich mal eben aufheilen. Ah, heilen hätte ich mich ja auch gekonnt, ne? Ma. Ich setze mich mal hier hin. Mini-Haus. Boah, da waren wir aber schon lange nicht mehr drin in dem Mini-Haus. So, ich hoffe... Wisst ihr noch, hier, als mir damals jemand geholfen hat, da standen wir auch hier. Die hat uns dann weggebracht. Vielen Dank nochmal dafür. In der Zwischenzeit werde ich mich mal hier ein bisschen im Gebiet umgucken. Ich renne schon wieder in die falsche Richtung, ne? Ich renne in die falsche Richtung. Ich muss weiter runter. Ah, so geht das im Moment gar nicht. Aber Echohöhle ist ganz cool, weil da habe ich nämlich noch Quests. Ich muss mal meine Questliste gucken. Mysteriöses Schwert ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ah, die Hooligans der Mine. Verleumder Pina. Ich glaube, das war das. Und das kriegen wir auch da. Ja, und der Rest, bevorzugte Muscheln, okay, das ist auch, das ist alles hier immer diese wiederkehrenden Quests, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, cool, dann können wir die zwei machen und dann gehen wir mal gucken, dass wir dann die, das kriegen wir auch da, genau, Kupfererz und sowas alles. Ja, und dann müssen wir hier die machen und dann sind wir auch schon wieder durch. Sehr geil, ich bin aufgeheilt und jetzt muss ich mal eben gucken, in welche Richtung ich rennen muss. Hey, verlassen. So, hier bin ich in dieser Richtung. Und in die muss ich auch. Ups. Ups. So. Der Kevling lässt mich jetzt in Ruhe. Ja, sehr nice. Muss ich doch hier unten rein, oder? Nein, ich bin falsch. Ich muss genau in die andere Richtung. Also doch so wie eben. Mein Gott. Ich bin schon wieder hier. Ich renne mal hier oben weiter. Da sind nämlich auch überall diese Echsenmänner und so. Aber eigentlich muss ich da hinten rum. Ihr lasst mich schön in Ruhe. Ihr lasst mich schön in Ruhe. Wenn nicht, Heiltrank, rucki-zucki. Ah, da hinten ist die Echohöhle, glaube ich. Das ging ja einfach. Der Grabräuber, der ist ganz schön böse, ne? Da ist er. Die Echohöhle. Ich will nur hier vorbei. Ich will nur zur Echohöhle. Ich will euch gar nichts. So, geschafft! Okay, ab in die Echohöhle. Ja, betreten. Und dann schauen wir mal, ob ich jetzt mittlerweile... Ah ja, der ist okay. So, Kupfererz haben wir hier direkt schon. Jetzt muss ich mal gucken, wie das funktioniert hier. Muss ich jetzt da einfach nur drauf? Ja, jetzt kann ich es abbauen. Sehr cool. Guten Morgen, meine Lieben.
und Bösen. Yay, jetzt kann ich das Kupfererz abbauen. Das ist sehr geil. Und dadurch dann halt auch die Quest machen, ne? Das feiere ich, das feiere ich. Also musste ich einfach nur dieses Ding hier holen, diese Spitzhacke. Da ist es, minderwertig. Ich brauche aber auch noch Besseres, ne? Die waren ganz böse, ne? Die sind viel zu hoch für mich. Höhlenerzmagierbuch. Die sind viel zu hoch für mich. Und die machen mich auch sofort platt, ey. Ich guck mal eben, was dieser Bergarbeiter mir hier zu sagen hat. Warum macht es mich so glücklich, das Funkeln eines Juwels zu sehen? Ja, war schon immer toll, Juwelen zu sehen. Ja, dieses Erzmagierbuch ist viel zu stark für mich. Aber ich hätte ganz gerne hier diese ganzen schönen Sachen. Hoffentlich lässt er mich jetzt in Ruhe. Wie das aussieht. Voll lustig. Dieses Buch. So. Und das noch? Ah ja, von hier aus. Gut. 4 von 5. 80%. Und dann brauche ich nochmal... Ha! Nein, ich dachte gerade schon, das Ding will mich jetzt killen hier. Aber es lässt mich scheinbar in Ruhe. Finde ich gut. So, einmal habe ich die Quest erledigt. Aber ich brauche ja noch viel, viel mehr. Also muss ich auf jeden Fall... noch einiges an Zeug hier mitnehmen, weil die einen 5 brauche ich für die eine Quest. Und dann brauche ich nochmal 12, also brauche ich insgesamt 17. Nimmisch. Noch 10. Oh, was war das? Oh, Kupfererz. Inventar ist voll. Dann muss ich mein Inventar mal eben leeren. Was habe ich denn hier alles Schönes und nicht so Schönes? Oh, der Kuchen. Ein Seestern, Kupferbarren, beschworenes Bestienleder. Boah, was kann ich denn jetzt wegschmeißen hier? Blüten. Ich schmeiß die Blüten weg. Ey! Die Blüten wegschmeißen. Gegenstand wegwerfen. Okay. So. Dann gib mir das mal her hier, das Hochwertige. Das brauchte ich doch auch für irgendwas. War das nicht irgendwie so? Dass ich dieses Hochwertige auch für irgendwas brauchte. Naja, egal, hochwertig ist immer gut. Dann nehme ich das mal mit. Und da ist nochmal so ein Hochwertiges. Da hinten nicht, ne? Ne. Huh. Ich bewege mich wieder in der Echohöhle. Mann, was hatte ich damals, als ich das erste Mal hier drin war? Ein Schiss, ey. Boah, die ist aber gut, ne? Delay. Kupfererz. Inventar ist voll, verdammt. Noch was wegschmeißen. Kupfererz hochwertig. Ich schmeiß den blöden Seestern jetzt weg. So. Zack. Weg damit. Und ich nehme das. Und guck mal, das braucht dich sogar. Sehr cool. Mal sehen, was hier noch so alles für Erze rauskommen, du. Da vorne ist noch so ein Buch. Da, nur ein minderwertiges. Aber okay. Ja. Ist das dunkel hier. Komm. Also die sind so stark, dass ich die noch nicht mal, dass ich noch niemals angezeigt bekomme, welches Level die haben. Hammer. Hammerhart. Was musste ich denn außerdem noch hier in dieser Höhle? Ich muss gleich mal eben gucken. Ich glaube nicht mehr viel, ne? Danke. Noch 5. Minderwertig, noch 4. Oh, die Anmeldung für die Kingdom Quest Seine Schleimheit hat jetzt begonnen. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal irgendwann angehen hier, diese Kingdom Quest zu machen. Vielleicht dann mit hier, Dingenswomans. Kanaille. Kanaille heißt er im Kanaille heißt der, glaube ich, im Skype. Ja, Manga Shiyoku oder irgendwie sowas im... Ein noch. Manga Shiyoku heißt der, glaube ich, im Dingens hier. Nicht Empire, sondern Minecraft. Mein Gott. Wortfindungsstörungen. So. Ich glaube, ich nehme aber mal, wenn ich einmal hier bin, mal ein paar mehr mit. Glaube ich. Jetzt im Moment habe ich hier wenig Gegner.